Here we go. Heute mal was völlig anderes. Vielleicht interessiert es euch ja auch, die immer öfters mal meine Videos angucken zu Fußball-Tipps oder so. Fußball-Tipps gebe ich jetzt nicht so raus jetzt die nächsten Wochen, weil ich einfach mal abwarten will, wie die Sache so läuft. Ich gehe mal jetzt zu einem anderen Thema. Und zwar bedeutet das, dass ich jetzt mal um die Wim Hof-Methode rede. Bevor ihr das Video seht, solltet ihr vielleicht mal euch noch mal kurz durchlesen, was es da genau geht. Da gibt es auch eine Webseite von Wim Hof Methode, müsst ihr einfach mal oben in die Zeile eintragen und dann wisst ihr ungefähr so Bescheid, um was es geht. Mal kurz um mich. Die meisten sehen meine Videos, aber die wissen gar nicht so ein bisschen, wer ich bin. Ich habe früher ziemlich gut Leistungssport getrieben. Also ich habe schon mit, glaube ich, 5 oder sowas angefangen. Meine Mutter hat mich, glaube ich, mit 5 ins Schwimmbad gebracht, weil sie ein bisschen mehr Zeit für sich hatte, um dann einkaufen zu gehen oder sowas. Und auf jeden Fall bin ich da halt so beim Schwimmen hängen geblieben und bin dann auch recht erfolgreich gewesen und bin auch deutsche Meisterschaften, Süddeutsche geschwommen und bin auch, glaube ich, 10 oder 15 Mal Hessenmeister gewesen und Süddeutsche auch und so. Also schon recht gut. Aber ich war nicht so gut in der Schule und habe kein Abi gemacht und musste eine Ausbildung machen und dementsprechend habe ich halt auch nicht mehr so die Zeit gehabt und habe halt aufgehört. Ja, aber im Grunde genommen bin ich dann schon so ein bisschen im Schwimmsport treu geblieben, bin auch öfters dann nochmal bei den Masters mitgeschwommen, habe dann aber auch öfters mal halt dann halt die Sauna besucht, um halt dann so ein bisschen zu relaxen halt am Wochenende und habe dann halt auch angefangen so in dieses Kältebecken zu gehen und da habe ich das erste Mal so irgendwelche Effekte an meinem Körper und auch meiner Psyche gemerkt, dass es halt für mich extrem gut tut, wenn ich halt einfach nur in dieses kalte Wasser gehe, anstatt in die Sauna. Eine Zeit lang habe ich dann auch immer abwechselnd Sauna und Kältebad genommen, aber für mich war das irgendwie so eine absolut körperliche Stressreaktion, immer diese Extremen halt immer dann abwechselnd zu machen. Das war dann abends, habe ich dann im Bett gelegen und mein ganzer Körper hat so gezittert und es war halt einfach eine extreme halt, was soll ich sagen, viel zu extrem für mich. Irgendwann bin ich dann halt übergegangen und habe dann halt bin einfach nur ins Kältebecken gegangen, um halt auch irgendwie so für mich selber halt so ein bisschen so halt so den Anspruch zu haben, ey, wie lange kannst du es drin aushalten, bis es nicht mehr geht, bis die Eier abfrieren, ja. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und bin dann aber nur zwischendurch mal so ein bisschen ins Becken gegangen, halt drüben da, wo die Schwimmer sind und bin dann halt ein bisschen geschwommen und habe dann auch gemerkt, dass es total geil ist, halt auch wenn ich dann vorher im Fitnessstudio war und dann auch ordentlich gepumpt habe und dann halt da ins Kältebecken, das war der absolute Burner, ja. Ihr kennt das ja auch von den Fußballern, die gehen dann halt irgendwie nach dem Spiel in die Tonne, um sich dann besser zu regenerieren und genauso einen Effekt hatte ich dann halt auch, ja. Aber ich habe das nicht so weiter verfolgt. Ich bin dann halt auch öfters noch ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Halt, ich fahre dann öfters mal extrem lange Sachen mit dem Rennrad. Letztens bin ich nach Koblenz gefahren. Da war echt total geiles Wetter. Da habe ich mich dann nach Koblenz halt mit dem Fahrrad halt bin ich dann echt krass abgegangen. So 200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und das war halt am Rhein lang, ja. Und da bin ich dann auch nach 100 oder 120 Kilometern bin ich dann halt mal in den Rhein gegangen. Und ich sag euch, das ist sowas von geil, wenn ihr irgendwie eine körperliche Anstrengung halt durchführt und dann halt zwischendurch die Möglichkeit habt, euch kalt abzuduschen oder in ein kaltes Becken reinzuspringen und dann weiter Sport zu machen. Ich schwör's dir, das ist das Allergeilste, was man machen kann, auch wenn das Wasser jetzt nicht unbedingt 0 Grad sind oder sowas. Also 15 Grad oder 20 Grad, naja, 20 ist schon ein bisschen fast zu warm, aber so der Rhein hat maximal vielleicht 18 Grad oder sowas, also jetzt nicht im August, aber so Ende Juni oder so, halt so zwischen 15 und 18 Grad, das ist echt total, absolut total der Knaller halt. Also, wenn ihr irgendwie noch weiter Sport treiben wollt, macht das, ich kann es euch echt nur empfehlen, ja. Und irgendwie so bin ich dann so ein bisschen halt drauf hängen geblieben und habe mir gedacht, so ja, also dann könnte ich ja mal gucken, was gibt es da noch so und so. Und da ich ja auch Schwimmer bin, habe ich mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht, was es da alles so für Möglichkeiten gibt, im kalten Wasser zu schwimmen. Und da gibt es ja da in Burghausen gibt es ja so Weltmeisterschaften im Eisschwimmen. Und da habe ich mir das so ein bisschen als Projekt vorgenommen, dass ich dann anfange bei der Weltmeisterschaft halt zu schwimmen. Von den Zeiten her, das schaffe ich locker, aber ich muss halt nur gucken, dass ich mich halt so ein bisschen an die Kälte gewöhne. Und über diesen Punkt bin ich dann halt so bei Wim Hof gelandet, ja. Also das ist das halt, worum ich das Video eigentlich mache, ja. Und ich muss dazu sagen, Wim Hof, diese Methode, die er halt anbietet, das ist nicht einfach nur irgendwie halt so, ich gehe jetzt mal ins Eisbecken oder sowas und versuche jetzt da einen Dicken zu machen und werde mich beweisen, wer ich bin, sondern der verbindet das auch mit einer richtig guten Atemtechnik. Und ich habe auch eine Zeit lang auch durch Schwimmen halt auch durch die, wie soll ich sagen, Regenerationsphasen und auch danach noch, also wo ich dann halt auch so ein bisschen down war, dass ich aufgehört habe und so, habe dann auch so ein bisschen halt mich mit Spiritualität befasst.
Aber da ich ja, wie gesagt, halt auch schon ein körperlich bezogener Mensch bin, war mir das alles so ein bisschen viel zu spirituell, das Ganze, was da so erzählt wurde. Und das war irgendwie ein dreifacher Flickflack für mich, wo ich dann irgendwie anfangen musste, Sachen zu glauben, die ich eigentlich so in dem Sinne gar nicht glaube. Und wo ich dann aber so, ja, nicht so die Befriedigung gefunden habe, wo ich sagen könnte, das ist jetzt so das, was ich jetzt für mein Leben vielleicht brauchen könnte oder so, ja, was mich irgendwie glücklicher macht. Ja gut, aber dadurch, dass ich das halt schon so ein bisschen kannte mit diesen, mit den Meditationen, mit der Atmung, Ein- und Ausatmung und sowas, war mir das schon so recht vertraut und ich hatte auch schon ein bisschen Erfahrung. Aber bei Wim Hof ist es ein bisschen anders, halt, das ist halt nicht so spirituell bezogen. Der benutzt so quasi diese Techniken, die die halt auch benutzen, so bei den Zen oder bei den Tibetern, glaube ich. Und ich glaube, zum größten Teil auch diese thailändische Tradition, also die sind ja auch extrem darauf fokussiert, immer sich auf die Atmung zu konzentrieren. Ich glaube, die haben gar keine Philosophie. Also bei denen geht es einfach nur darum, den ganzen Tag rumzuhocken und zu atmen. Und auf jeden Fall ist das auch so ein Punkt, der da so mit reinfließt. Aber das ist halt alles viel pragmatischer halt, was der anbietet, ja. Und wenn ihr das Video jetzt einfach so aus dem Ad-Hoc raus seht und ihr euch damit noch nie beschäftigt habt, dann könnt ihr das ja euch erstmal angucken und dann geht ihr auf Wim Hof auf die Seite und blättert euch mal durch, lest euch mal ein bisschen was durch oder gibt es ja auch 1000 Videos. Wer Englisch kann, ist natürlich viel besser dran als Deutsche, weil im Deutschen gibt es nicht so viele gute Sachen. Halt auf Englisch gibt es wirklich gute Sachen. Der ist auch teilweise bei irgendwelchen Leuten, die in Interviews 1, 2 Stunden geben, da könnt ihr das alles euch recht gut genau durchlesen und dann könnt ihr zusätzlich zu den Informationen, die ihr habt, könnt ihr jetzt mal meine Erfahrungen dann auch noch mit einfließen lassen zu dem, was ihr gehört habt, um dann vielleicht halt auch irgendwelche Fehler zu vermeiden, die man am Anfang machen könnte. Also es geht darum, halt, man atmet einfach, es geht einfach nur darum, einfach tief einzuatmen und ausatmen, wieder tief ein, tief aus, schnell aus. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie beim tibetischen Buddhismus oder beim thailändischen, da warten wir jetzt auf Erleuchtung oder sowas und macht da alles ganz bewusst oder so. Ich meine, bewusst schon, aber es ist kein spirituelles Ziel, was halt da jetzt halt im Vordergrund steht, sondern es ist halt ein körperliches, halt ein Bewusstseinsgefühl. Also eher was mit dem Körper zu tun hat. Körperliche Reaktionen finden da statt. Und man merkt es halt dadurch, dass man diese Atemtechniken halt durchführt, dass man da halt auch energetisch aufgeladen wird, dass der Körper anfängt zu kribbeln, dass da irgendwie halt man vielleicht ein bisschen Gänsehaut bekommt, dass da halt einfach irgendwie halt so im Kopf merkt, dass da der Sauerstoff irgendwie ankommt, dass da halt einfach irgendwie so viel Energie und Power dann auf einmal entsteht in einem Körper, wo man dann das halt gar nicht so vermuten würde, wenn man das noch nie gemacht hat, ja. Und jetzt vielleicht, wenn man dann irgendwo im Kloster sitzt oder sowas, dann denkt man jetzt, ach, jetzt habe ich die Erleuchtung, aber das ist halt nicht, das ist mal rausgenommen, sondern hier geht es einfach nur um die körperliche Erfahrung. Und wenn man diese Atemtechnik macht, ja, also Wim Hof, ich nehme es jetzt mal vorweg, wer die Videos von Wim Hof nicht gesehen hat, geht es darum, dass man halt einen Zyklus, sagen wir mal, von 30, 14 Atemzyklen, also Ein- und Ausatmung, wiederholt, um dann bei der 40. oder 50. Wiederholung einmal tief Luft und ausatmet und nach der Ausatmung einfach halt nicht mehr atmet und dann halt einfach versucht, so lange nicht mehr zu atmen, bis halt der Druck so groß wird, dass man halt wieder einatmen muss. Aber das erkläre ich gleich nochmal. Auf jeden Fall, wenn man diese Techniken macht halt, also diese Ein- und Ausatmung, da sollte man meiner Meinung nach darauf achten, dass man eine qualitativ gute Atmung durchführt, dass man qualitativ gut einatmet. Die Konzentration, wenn man das macht, ist genau der Punkt, dass man halt die ganze Zeit, wenn man einatmet, richtig drauf konzentrieren, ich atme jetzt ein. Und dann versucht man die Lunge schön auseinander zu machen, so dass man innerlich merkt, jetzt die Luft breitet sich aus in der Lunge, die Rippen gehen auseinander und dann versucht man halt noch ein bisschen nach vorne, nach oben heraus ein bisschen noch mit Luft aufzutanken und dann atmet man schnell aus. Es gibt ja so Typen, das kennt ihr vielleicht von früher so, mit denen ist man halt früher eins saufen gegangen und es war dann die absolute Attraktion, dass dann so Typen gab, halt, ey, hier, Olli, trink doch mal das Glas auf Ex. Ja? Und da gibt es so Typen, die nehmen einfach das Weizenglas und lassen es komplett durchlaufen. Die schlucken nicht, sondern die machen den Kehlkopf auf und lassen das Ding einfach durchlaufen. Und das kann man jetzt nicht unbedingt eins zu eins vergleichen, aber ich denke mal, so ungefähr ist das gemeint, wenn ich sage, ihr müsst die Luft auf direkt durch den Mund direkt ausatmen. Ich atme durch die Nase ein,
Mach den Brustkorb breit, konzentriere dich auf die Atmung, dass sie maximal eingeatmet wird und atme durch den Mund aus und versuche halt dann diesen Kehlkopf aufzumachen, sodass die Luft ungehindert, ohne Widerstand halt hier in dem Bereich halt ausatmet, sodass du die Luft halt schnell ausatmest. Und dann wieder schnell ein, tief und wieder schnell aus. Ein, aus. Und so macht man das halt 40, 50 Mal. Nicht irgendwie spirituell werden und darauf konzentrieren, ich muss jetzt halt hier total fokussiert sein, sondern immer die Atmung ganz normal halt bodenständig halt ein- und ausatmen. Aber darauf achten, dass man tief einatmet und schnell ausatmet. So, das Problem ist zum Beispiel teilweise halt auch bei mir gewesen, dass ich dann halt dadurch, dass ich mich halt immer so sehr angestrengt habe, dass der Körper, also der Sport treibt, der kann mir da vielleicht zusprechen, dass halt dann einfach die Anspannung halt so hoch ist, die körperliche Spannung steigt halt, weil man strengt sich halt unbedingt an, ja, und das kostet natürlich extrem viel Energie und es entstehen auch Entspannungen, hauptsächlich hier in der Schulter und im Nacken, dass man halt dann einfach den Fehler macht, dass man sich zu krass anstrengt und dass der Körper zu sehr sich in sich verkrampft halt, ja. Und da muss man so ein bisschen drauf achten, dass halt der Körper, die Arme und die Beine, wenn man halt dann auf dem Boden oder auf dem Bett liegt, dass sie halt auch ein bisschen relaxer sind und so ein Mittelmaß findet zwischen der tiefen Einatmung, der Anstrengung und der körperlichen Relaxedheit, ja. Wenn man dann halt auch diese Ausatmung gemacht hat, ja, dann ist es natürlich, wenn man den letzten Atemzug halt ausatmet, dass man dann während des Ausatmen halt versucht, wenn das halt auch dann schon bei dem Atemwechsel nicht geklappt hat, dass man dann bei dem letzten Atemauszug halt einfach auch die Körper, die Extremitäten, Arme, Beine, Nacken, Schulter und so einfach total Ruhe runterbringt. Also die Ausatmung ist auch gleichzeitig die körperliche Entspannung, halt völlige Entspannung. Und dann, wenn man da nicht atmet, dann sollte man sich auch, also ich mache das halt so, ich habe auch schon ein gutes Körpergefühl, aber die meisten, die das sehen, wahrscheinlich auch dann mit der Zeit oder vielleicht haben sie es auch, aber konzentriert euch zum Beispiel auf den Herzschlag. Ich finde es extrem interessant, wie mein Herz pumpt, ich spüre meine Arme, meine Beine. Manchmal im Leben oder wenn man jetzt tagsüber immer was zu tun hat, der Lärm und dann die Leute, man hat immer. Man verliert völlig das Körpergefühl, finde ich halt, ja. Und in dieser Exercise oder in dieser Übung, wenn die Ausatmung dann stattgefunden hat, dann merkt man erstmal so den ganzen Körper, wie er arbeitet, der Magen vielleicht oder das Herz und die Beine und die Füße. Man ist sich seines ganzen Körpers voll bewusst auf einmal, ja. Und das ist echt das Interessante an der ganzen Sache. Und es ist am Anfang ein bisschen kompliziert, weil vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil man das halt gar nicht gewohnt ist, auf einmal irgendwie in völliger Stille zu verharren und einfach halt, es passiert nichts, ja, man denkt nicht, halt, man spürt einfach nur den Körper, man spürt den Herzschlag und einfach versuchen immer dann, wenn man halt so ein bisschen halt wieder merkt, dass man halt dann ein bisschen nervös wird oder sowas, versuchen sich automatisch wieder so ein bisschen zu entspannen körperlich, ja, so den Körper wieder so ein bisschen halt die Muskulatur wieder zu entspannen. Diesen Zyklus macht man halt dann so 4, 5 Mal oder so, wie er Bock hat. Also ich denke mal, vielleicht irgendwann nach 4 Mal ist die Konzentration auch so ein bisschen weg. Aber das ist eine Übung, halt, die ist ungefähr vergleichbar wie mit diesen Meditationsübungen da bei den Buddhisten und so. Aber es ist halt bodenständiger. Ja? Es ist nicht so abgehoben und es hat auch nichts irgendwie mit Philosophie zu tun oder mit irgendwelchen spirituellen Erfahrungen, die man vielleicht sammeln möchte, dass man vielleicht irgendwie halt erfahren will, was ist noch hinter der Welt oder warum bin ich am Leben oder wieso, weshalb, warum oder so, sondern halt einfach halt, ja, so diese Natur, diese Körperlichkeit, dieses Körpergefühl halt verbessern, ja, und automatisch halt auch ein bisschen Ruhe in den Körper reinzubringen. Und das ist echt eine gute Methode, um halt auch ein bisschen ruhiger zu werden, um halt, ja, den Tag vielleicht halt auch damit halt zu starten, um halt ein bisschen relaxer zu sein. Diese Atemtypen, diese Atemübungen und diese Techniken und sowas, die kann man natürlich dann auch mit einem Eisbad verbinden. Ja? Also ich zum Beispiel halt mache das so, dass ich jetzt gar nicht so auf Pump genau, jetzt geil, ich fange jetzt damit an und sowas, ich gehe jetzt ins Wasser und ich gebe mir jetzt gleich das Eisbad oder sowas. Das kann man machen. Ich habe dann schon so ein bisschen Probleme gehabt am Anfang, weil das echt extrem ungewohnt war. Und man sollte auch immer darauf achten, dass man, wenn man in so ein kaltes Wasser geht, immer weiter atmet. Aber darum geht es nicht. Es geht erstmal darum, wie man damit vielleicht anfangen könnte, ja. Also ich gebe euch jetzt einen Tipp. Jetzt haben wir es Ende August. Jetzt wird es langsam wieder kälter. Macht euch doch einfach mal halt die Aufgabe oder den Plan. Geht jeden Tag in den Fluss oder in den See irgendwo bei euch in der Gegend halt. Ja? Macht euch einfach mal den Spaß, indem ihr vielleicht nach der Arbeit oder sowas oder vielleicht davor, ich weiß ja nicht, wie weit ihr weg wohnt, immer jeden Tag mal so 10 Minuten oder
wenn ihr mehr Zeit habt, vielleicht auch schwimmen oder sowas, wenn es noch möglich ist. Aber immer jeden Tag in das Wasser reinzugehen, in den See oder in den Fluss. Weil der Fluss und der See, die Temperatur nimmt immer gleichmäßig ab, umso kälter es wird. Aber progressiv ist die Wassertemperatur sinkt halt langsamer als jetzt zum Beispiel Luft oder so. Und so habt ihr dann immer die ganze Zeit jetzt bis Januar, Dezember, Februar, habt ihr immer die Möglichkeit, dass euer Körper sich langsam an die Kälte gewöhnt. Und das ist dann halt viel angenehmer und viel gesünder für meinen Standpunkt aus, halt als wenn man jetzt gleich am Anfang halt Gas gibt, ja. Also man gleich halt sich da so, was weiß ich, die Badewanne mit Eis voll knallt oder sowas und dann sich reinsetzt. Das würde ich so und so keinen empfehlen, ja. Also es ist immer besser, wenn man sich ein bisschen rantastet. Und dieser Effekt mit diesem Eisbad ist absolut der Burner. Du bist nie mehr krank, dein Immunsystem ist extrem stark. Wer irgendwelche Immunerkrankungen hat oder sowas halt, der ist auf jeden Fall gut darin beraten, sowas mal durchzuführen und mal zu testen, weil es bringt nichts, die ganze Zeit sich mit Medikamenten voll zu pumpen. Halt, das Immunsystem arbeitet nicht mehr richtig und dadurch, dass ihr dieses Eisbad, werdet ihr auf jeden Fall ein extrem starkes Immunsystem aufbauen, was euch auch dazu helfen kann, jetzt körperliche Krankheiten halt auch entweder halt nicht, halt, dass sie nicht kommen oder dass sie vielleicht auch sogar vom eigenen Körper geheilt werden können. Ja? Also lest euch das mal von Wim Hof durch. Diese positiven Effekte vom Eisbad kann ich wirklich jedem empfehlen. Es gibt natürlich noch was absolut cool Krasses, was man machen kann. Man kann sich zum Beispiel so eine Gefriertruhe kaufen und das Ding müsste, glaube ich, so 450 bis 500 Liter irgendwie halt reinpassen. Die muss natürlich halt unten eben sein. Also es ist nicht so, dass man sich da reinstellt, sondern die muss halt flach sein. Klar, ja. Sorry, dass ich jetzt erwähne, aber also ich bin jetzt 1,90, also meine müsste ungefähr so 500 Liter reinpassen und die muss halt wasserdicht sein, aber ich denke mal, die sind alle wasserdicht, weil wenn da irgendwie vielleicht was auftaut oder sowas, halt wenn das der Strom aus ist oder sowas, dann soll das natürlich auch drin bleiben, ja, also ich denke mal schon, dass das wasserdicht ist, ja. Und da füllst du einfach gnadenlos Wasser rein, lässt das Ding auf volle Kanne auf und lässt das irgendwie so 2, 3 Tage halt dann halt kalt werden lassen, bis irgendwann so 0 Grad sind oder sowas, und dann kannst du damit arbeiten. Also du kannst dann halt jeden Tag reingehen, du kannst den Strom auch ausschalten dann, wenn das Eis, also wenn es kurz vor dem Gefrierpunkt ist, also ungefähr so 0 Grad oder sowas, kannst du Strom rausnehmen, aber du musst es immer so am Tag 1, 2 Stunden musst du den Strom mal anschalten und dass das Wasser wieder halt ein bisschen kälter wird. Und ich empfehle auch, eine zu kaufen, wo dann halt auch das Wasser unten abfließen kann. Also du kannst es auch mit dem Eimer rausschütten, aber besser ist es, wenn es abläuft und dann kannst du es dann einfach unten einen Schlauch dranhängen, hängst es in die Badewanne und dann läuft das Wasser raus und dann kannst du es irgendwann wieder auffüllen oder sowas. Aber immer vorher duschen, weil das Wasser, es wird immer schnell dreckig. Ich habe hier auch einen Pool, halt wenn ich hier immer so mit Schweiß reinspringe oder sowas, dann ist das Ding, kannst du das nach 3 Tagen halt dann wechseln, weil es ist immer besser, wenn man vorher abduscht, bevor man in so 500 Liter oder was weiß ich viel, ein Kubikmeter Wasser oder sowas halt da reinjumpt, das ist auch nicht so geil. Gut, das war jetzt erstmal, was ich dazu sagen könnte, sollte. Mir fällt jetzt auch auf Anhieb nicht mehr so viel ein, es sind auch schon 18 Minuten. Halt, ich gebe euch einen Tipp, macht das mal, also vielleicht mal so ein kleines Battle mit euren Kumpels oder sowas halt. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich denke mal schon, dass so Leute, die es gucken, halt, die haben auch einen gewissen halt Kick irgendwie halt. Auch im Fußballwetten oder sowas ist es ja auch so. Man braucht immer einen gewissen Kick und vielleicht ist es ja auch halt mal irgendwas für euch, wenn ihr Bock drauf habt. Ja? Ich kann es euch nur empfehlen, echt eine coole Sache. Also, vielleicht demnächst mal wieder ein Fußballvideo. Also, macht's gut, tschüss.